Viel Leidenschaft heute Abend. Auch in der nächsten Kategorie ist eine Frau meine Assistentin, nicht nur, sondern sie ist diejenige, die weiß, wer am Ende dann auch das Rennen macht. Sie haben sie gerade schon gesehen mit ihrer Band und sie haben gesehen, sie freut sich total, wieder auf der Bühne zu sein und hoffentlich jetzt auch noch mal drauf, ein zweites Mal hier auf dieser Lea-Bühne zu sein. Herzlich willkommen, Stefanie Heinzmann. Das Konzert des Jahres. Heute wieder gespielt. Schon gut drauf. Oh, das war schön. Das hat Spaß gemacht. Wir reden hierbei immer Liebe zur Musik, über Leidenschaft, die dann auch über die Bühnenrampe rüberspringt. Du hast aber auch gemerkt, wie viel Arbeit Musik sein kann und warst in so einem kleinen Hamsterrad. Wie würdest du das beschreiben? Ich finde das schwer zu beschreiben tatsächlich, weil es sind so viele Leute notwendig, um sowas auf die Beine zu stellen. Schlussendlich darf ich die sein, die das dann den Leuten vorstellt. Aber was da hinten geht, das ist sowas, was ich meiner Mama zum Beispiel ganz schwer erklären kann. Aber man merkt, dass du dich total freust, wieder da zu sein. Du warst in so einer Spirale gefangen aus Musik schreiben, Platte machen, Promotour, Live-Tour. Einmal durchatmen und dann wieder von vorn. Ja, das war tatsächlich beim letzten Mal ein bisschen schwierig. Ich musste, bevor ich so einen neuen Zyklus starten konnte, erstmal ein bisschen durchatmen und vieles in Frage stellen. Aber ich hatte dann nach einer Auszeit eine Probe mit meiner Band und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Es fluppt wieder, wir haben es ja gehört. Jetzt gehört die Bühne dir. Wir sind gespannt auf das Konzert des Jahres. Bitte sehr. Dankeschön. So, ich darf hier den letzten Umschlag für heute Abend in der Hand halten und es handelt sich um die Kategorie Konzert des Jahres. Bei der großen Zahl an herausragenden Veranstaltungen, die allein in den vergangenen 12 Monaten stattgefunden haben, beneide ich tatsächlich niemanden, der die Aufgabe hatte, diese Auswahl zu treffen. Und deswegen halte ich mich jetzt kurz und darf um die Mats mit den Namen der Nominierten in der Kategorie Konzert des Jahres bitten. Ja, da war doch einiges dabei. Sind wir gespannt. Die Gewinner in der Kategorie Konzert des Jahres 2018 sind die Opus Festival Veranstaltungs- und Management GmbH, die MCT Agentur und EAC Köln für Kraftwerk und Special Guest Dr. Alexander Gerst. Der Lea für das Konzert des Jahres an Jürgen Schlenzog und Team. Herzlichen Glückwunsch, Opus. Da sind aber gerade ein paar gesprungen, oder? Glückwunsch. 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 Ihr habt nicht damit gerechnet, oder? Nicht wirklich. Du warst auch schon bei uns. Gerne ans Pult. Wir haben ja extra eins aufgebaut. Das ist auch schön, wenn man es benutzt. Das freut sich. Wir haben nicht damit gerechnet, obwohl es eine sicherlich einmalige oder auf lange Zeit hin einmalige Geschichte war. Ich möchte vielleicht vorab sagen, dass wir hier von Opus kleine Fische in diesem großen Teich sind. Aber die Macht des Großen wird uns nie so übermannen, dass wir hier einen Preis nicht abholen werden. Sollten wir noch mal einen gewinnen. Wir teilen diesen Preis und zwar mit Freude mit der MCT-Agentur, mit Kraftwerk, mit Alexander Gerst. Und als der Anruf kam, ob wir bei den Jazz Open, Kraftwerk war bereits gebucht, diesen ja, sicherlich sehr außergewöhnlichen Moment machen wollen, da frage ich Hand aufs Herz, wer hätte es nicht gemacht? Jeder von Ihnen hätte es gemacht. Wir haben es auch gemacht. Es gab zwei große Herausforderungen. Die eine war technischer Art, kann man sich vorstellen, dass es nicht so einfach ist, diese Schalte herzustellen. Und die zweite war sehr trivial, man musste die Klappe halten. Und das mit 3 Monaten Vorlauf und vielen involvierten Parteien und Menschen und Organisationen, die daran mitgearbeitet haben, war nicht so ganz einfach. Jedenfalls gibt es viel zu danken. Da
Dank an die Partner von MCT, danke an Ralf Hütter, danke an Alexander Gerst, danke natürlich an mein famoses Opus-Team, ohne dass es nicht möglich wäre, das alles zu machen. Bilal Loy, Head of Sales, Matthias Greiner, Best Man of Production in Deutschland. Wir sind eine kleine Agentur, wir sind eine kleine Firma, aber wir bemühen uns mit Herzblut, immer wieder Großes entstehen zu lassen. Und diesmal hat es, glaube ich, geklappt. Was wir aber alle hier tun sollten, und das ist mir ein persönliches Anliegen, deswegen beide Daumen ganz dick für die Freunde aus Jamel, die diese wunderbare Geschichte machen. Lasst uns einstehen für eine freie, tolerante Gesellschaft. Lasst uns nicht vertreiben von den Dumpfbacken von rechts. Wir stehen für die universelle Sprache der Welt, für Musik. Danke. Herzlichen Glückwunsch zum Konzert des Jahres, Kraftwerk im All. Und danke, Stefanie Heinzmann.